Stell dir vor, du fliegst in einem Raumschiff mit Highspeed durch eine Wolke aus Asteroiden. Du weichst einem aus, dann noch einem und dann trittst du das Gaspedal durch und krachst mit voller Geschwindigkeit in einen Asteroiden. Absichtlich. Genau das will die NASA in naher Zukunft tun. Die Mission startete am 24. November auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien. Schauen wir uns die Mission Schritt für Schritt an. Die Falcon 9 Trägerrakete steht bereits auf der Startrampe. Sie ist so groß wie ein 22-stöckiges Gebäude oder 11 Giraffen. Und sie kann etwa 8 Tonnen Fracht auf einmal in die Umlaufbahn bringen. Du könntest also einen großen Elefanten ins All schicken, plus Essensvorrat. Countdown. 3, 2, 1, Zündung. Rauchwolken steigen auf und die Rakete gewinnt an Höhe. 9 Triebwerke arbeiten mit voller Kraft, um die Rakete zu beschleunigen. Ihre Höchstgeschwindigkeit ist 10-mal schneller als die Schallgeschwindigkeit. Dann werden die Triebwerke abgeschaltet und die erste Stufe der Rakete wird abgekoppelt und kehrt zur Erde zurück. Ein paar Sekunden später erhält die zweite Stufe den Zündbefehl, schaltet das eine Triebwerk ein und bringt die Rakete in die Umlaufbahn. Jetzt öffnet sich die Frachtkapsel und gibt das DART-Raumschiff frei. DART steht für Double Asteroid Redirection Test. Das Raumschiff fährt 2 große Solarpaneele aus. Sie sollen die Sonnenenergie in elektrische Energie umwandeln, um das revolutionäre Ionentriebwerk anzutreiben. Herkömmliche Triebwerke erzeugen Schubkraft, indem sie Treibstoff verbrennen. Die Rakete stößt also im Wesentlichen Verbrennungsgase aus. Aber das Ionentriebwerk verbrennt keinen Treibstoff. Es nutzt ein starkes elektrisches Feld, um das ionisierte Gas zu beschleunigen. Wie herkömmliche Raketen stößt es dieses Gas aus und erzeugt so genug Schub. Auch wenn das Ionentriebwerk weniger Schubkraft besitzt, kann das Raumschiff trotzdem auf eine hohe Geschwindigkeit beschleunigt werden. Also normale Raketentriebwerke bringen eine gute Leistung, vor allem wenn du das Gaspedal bis zum Anschlag durchtrittst. Sie beschleunigen schnell, verbrennen dafür aber auch eine Menge Treibstoff. Ionentriebwerke beschleunigen langsamer. Aber wenn eine konventionelle Rakete einen Tankstopp einlegen muss, saust das Ionenraumschiff mit irrsinniger Geschwindigkeit an der Rakete vorbei. Und so beginnt das DART-Raumschiff seine einjährige Reise. Zum Vergleich, ein Flug zum Mars würde etwa 7 Monate dauern. Wir spulen einfach ein Jahr vor und wir sind angekommen. Das ist der Asteroid Didymos. Der äußerste Punkt seiner Umlaufbahn ist 2 astronomische Einheiten von unserem Stern entfernt. Das sind 2 Erd-Sonnen-Entfernungen. Aber die Sonne zieht den Asteroiden an und dann nähert er sich ihr bis auf eine Erd-Sonnen-Entfernung. Das heißt, seine Umlaufbahn kommt der Erdumlaufbahn ziemlich nahe. Didymos kam der Erde mit einer Entfernung von etwa 7,8 Millionen Kilometer auch schon mal sehr nahe. Das ist 20 Mal weiter als die Umlaufbahn des Mondes. Und Didymos braucht 770 Tage, um die Sonne zu umrunden. Er wird also noch nicht als gefährlicher Asteroid eingestuft, aber er kommt der Erde immer näher. Und ein Zusammenstoß mit ihm könnte angesichts seiner Größe katastrophal enden. Er ist größer als 2 Empire State Buildings und er dreht sich mit einer Geschwindigkeit von einer Umdrehung pro 2 Stunden und 15 Minuten. Er hat also viel Energie. Und er hat einen Asteroiden als Begleiter. Im Verhältnis wirkt er wie ein kleiner Kieselstein mit einer Größe von 160 Metern. Der kleine Asteroid ist also nur so groß wie 12 Schulbusse oder 10 Eisenbahnwaggons. Seine Umlaufzeit, das heißt die Zeit, die der Kieselstein braucht, um den großen Asteroiden zu umrunden, dauert etwa 11,9 Stunden. Die NASA geht davon aus, dass Asteroiden mit einer Größe von bis zu 25 Meter in unserer Atmosphäre durch die Reibung mit der Luft vollständig verglühen und keine Gefahr für uns darstellen. Asteroiden mit einer Größe zwischen 25 Meter und einem halben Kilometer werden wohl nicht vollständig verglühen und könnten Schäden verursachen. Asteroiden, die größer sind als ein halber Kilometer, haben das Potenzial, große Städte oder sogar ganze Länder auszulöschen. In diesem Sinne sollten wir Didymos also als potenziell gefährlich betrachten. Deshalb werden wir eine Möglichkeit testen, um uns gegen Asteroiden und ihren kinetischen Einschlag zu schützen. Das ist also der Grund, warum wir DART hierher geschickt haben. Unser Raumschiff soll mit dem Asteroiden Didymos kollidieren und auch seinen kleinen Begleiter erwischen. DART bewegt sich bereits mit etwa 6,6 Kilometern pro Sekunde auf Didymos zu. Bei dieser Geschwindigkeit würde eine Reise von New York nach Washington DC weniger als eine Minute dauern und eine Reise quer durch die Vereinigten Staaten von Küste zu Küste nur etwa 10 Minuten.
Dart ist nah dran. 3 Sekunden bis zum Aufprall. 2, 1, bumm. Das Raumschiff schlägt mit voller Geschwindigkeit auf den Asteroiden ein. Wie lauten deine Vorhersagen? Der Asteroid explodiert und wird in Stücke gesprengt oder der Asteroid fliegt wie eine Billardkugel durchs All? Also, Forschende gehen davon aus, dass die Kollision die Geschwindigkeit des Asteroiden um einen Bruchteil eines Prozents verringern wird. Aber das reicht aus, um seine Umlaufzeit ein paar Minuten zu verschieben. Unsere Teleskope auf der Erde werden in der Lage sein, die Auswirkungen dieser Kollision genauer zu untersuchen. Und um noch mehr zu erfahren, schicken wir noch ein Raumschiff zu Didymos. Das ist Hera. Sie soll 2024 starten und wird etwa 2720 bei Didymos ankommen. Dieses Raumschiff wird eine Reihe von Forschungsgeräten an Bord haben, um die von Dart verursachten Kollisionsschäden zu untersuchen. Bei ihrer Ankunft soll Hera Bilder vom Asteroiden machen, vor allem welche vom frischen Einschlagskrater. Hera wird auch 2 CubeSats an Bord haben. Das sind Miniaturraumsonden, die kleiner als ein Schuhkarton sind. Diese Minisonden werden dann näher an den Asteroiden heranfliegen. Sie sollen den Weltraumfelsen 3 bis 6 Monate lang untersuchen. Am Ende der Mission wird versucht, einen von ihnen auf der Oberfläche des Asteroiden zu landen, um mehr über seine Zusammensetzung und innere Struktur zu erfahren. Vielleicht hat Hera auch einen Mini-Impaktor an Bord. Dieses Ding soll dann einen weiteren Einschlag auf dem Asteroiden verursachen. So können Forschende den Unterschied zwischen dem Einschlag eines großen und eines kleinen Raumschiffs auswerten und daraus schlussfolgern, wie wir uns in Zukunft gegen Asteroiden schützen können. Aber theoretisch müssen wir keine riesige Rakete zu einem gefährlichen Asteroiden schicken, um ihn zu zerstören. Ein einziger Treffer könnte ausreichen, um die Flugbahn des Asteroiden zu verändern. Im kosmischen Maßstab würde schon eine geringfügige Abweichung der Flugbahn den Zielpunkt des Asteroiden verändern. Aber ein kinetischer Aufprall ist nicht das Einzige, was wir gegen gefährliche Asteroiden unternehmen können. Schauen wir uns den Schwerkrafttraktor an. Bei dieser Technik müssen wir auch ein Raumschiff zum Asteroiden schicken, aber das soll nicht auf ihn stürzen, es muss in seiner Umlaufbahn fliegen. Jeder Asteroid hat eine Anziehungskraft, die auch das Raumschiff anzieht. Aber die Triebwerke der Raumsonde werden sie auf der gleichen Höhe halten. Der Asteroid selbst wird also anfangen, das Raumfahrzeug anzuziehen. Diese Methode gilt als zuverlässig, aber sie braucht sehr viel Zeit. Daher kommt sie auch nur in Frage, wenn wir einen potenziell gefährlichen Asteroiden viele Jahre vor seinem Eintreffen auf der Erde entdecken. Wir sollten also genug Zeit haben, um ein Raumschiff zum Asteroiden zu schicken und dann die Asteroidentraktortechnik anzuwenden. Eine andere Möglichkeit ist ein Laser. Wenn wir einen Asteroiden entdeckt haben, brauchen wir nur einen starken Laserstrahl auf ihn zu richten. Der erhitzt einen Punkt auf dem Asteroiden und das Material verdampft. Und jetzt kommt die Physik ins Spiel. Das Material auf dem Asteroiden verdampft nach oben, dadurch bewegt sich der Asteroid selbst nach unten. So funktionieren doch auch unsere Raketentriebwerke. Der brennende Treibstoff wird in die eine Richtung ausgestoßen und das Raumschiff selbst bewegt sich in die andere Richtung. Wir können auch Solarenergie anstelle von Lasern verwenden. Dazu müssten wir eine große Raumstation bauen, die mit vielen Lupen ausgestattet ist. Hast du schon mal versucht, mit einer Lupe Buchstaben auf ein Holzbrett zu brennen? Wir können dasselbe tun, aber mit einem Asteroiden. Die Raumstation muss Sonnenstrahlen auf einen Punkt auf dem Asteroiden bündeln. Auch hier verdampft das Material wegen der hohen Temperatur, was dazu führt, dass der Asteroid seine Flugbahn leicht ändert und an unserem Planeten vorbeifliegt. Wie wär's mit Alufolie? Ja, mit gewöhnlicher Alufolie können wir einen Zusammenstoß mit einem Asteroiden vermeiden. Dazu müssten wir den Asteroiden in das reflektierende Material einwickeln. Dann absorbiert der Asteroid die Sonnenstrahlen nicht mehr, sondern reflektiert sie. Und dadurch entsteht ein leichter Druck auf die Oberfläche des Asteroiden und die Sonnenstrahlen schieben den Asteroiden quasi leicht an und er ändert so seine Flugbahn. Nicht die naheliegendste, aber zuverlässigste Option sind konventionelle Raketentriebwerke. Wir können mehrere leistungsstarke Triebwerke auf dem Asteroiden anbringen. Die würden die nötige Schubkraft erzeugen, um die Flugbahn des Asteroiden zu ändern. Und wenn es genug Triebwerke sind, können wir sogar die Kontrolle über den Asteroiden übernehmen. Stell dir vor, ein riesiger Asteroid taucht am Horizont auf. Wir schalten die Triebwerke ein und steuern unseren Asteroiden direkt auf ihn zu.
So ein Zusammenstoß würde selbst den größten Asteroiden zerstören. Und es wäre eine epische Lichtshow.